sage, da ist durchaus Skepsis angebracht, denn die eine und andere Kritik, die in die Richtung von des Bundesgesundheitsministers ging, die können wir, glaube ich, durchaus schon mal dem beginnenden Wahlkampf zuschreiben. Insofern wird sie natürlich in den kommenden Wochen und Monaten nicht verstummen. Jens Spahn hat in dem Schreiben noch mal dargelegt, warum er den bisherigen Weg für den richtigen hält. Er hat auch betont, dass die europäische Lösung, der europäische Ansatz, also über die EU-Kommission die Impfdosen zu bestellen, auch in diesem Umfang zu bestellen, der richtige Weg ist. Und er hat in diesem Schreiben auch noch mal deutlich gemacht, dass das Impfen und die Impfbereitschaft ein ganz hohes Gut sein wird in den kommenden Wochen und vor allem auch noch mal Monaten. Und da fragt man sich natürlich wieder an dieser Stelle, wozu dann eine plötzlich aufkommende Diskussion über eine Impfpflicht, auch wenn es nur um bestimmte Berufsgruppen gehen soll, der ganzen Sache dienlich sein könnte. Wir werden das vertiefen vor der Regierungserklärung des Gesundheitsministers mit zwei Ärzten, die wir uns eingeladen haben zu diesem Gespräch. Ich freue mich, dass da ist Stefan Pilsinger aus der CSU-Landesgruppe, ist Allgemeinmediziner und als Teilzeit nach wie vor auch als Hausarzt tätig. Irgendwie schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen. Und wir begrüßen Janosch Dahmen, der erst im November in den Bundestag nachgerückt ist für Katja Dörner, die ja jetzt Oberbürgermeisterin in Bonn ist. Und er war bis zu seinem Antritt hier im Bundestag Oberarzt der ärztlichen Leitung im Rettungsdienst des Landes Berlin und da vorrangig mit der Corona-Bekämpfung beschäftigt. Auch Ihnen herzlich willkommen. Schön, dass auch Sie da sind. Herr Pilsinger, es gibt jede Menge Maßnahmen. Wir haben seit November einen Lockdown-Light gehabt. Inzwischen sind die Maßnahmen verschärft. Warum gehen die Corona-Infektionen und auch die Todeszahlen immer noch nicht zurück? Also ich glaube, so hart es klingt und so unverständlich für viele, ich glaube, die Kontakte sind einfach immer noch zu hoch. Ich habe über Weihnachten auch in meiner Praxis gearbeitet und habe festgestellt, dass da viele Menschen am 23. gekommen sind und einen Antigen-Schnelltest wollten. Auch am Tag vor Silvester sind viele zu mir gekommen, die einen Antigen-Schnelltest wollten, weil sie halt mit Freunden oder der Familie feiern wollten. Das sind ja noch diejenigen, die sich vorbildhaft mehr oder minder verhalten. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die gesagt haben, ja, Corona wird mich nicht stoppen, mit meiner Familie zu feiern. Und was jetzt hier bei Weihnachten und Silvester der Fall gewesen ist, das glaube ich ganz im Allgemeinen. Ich glaube, dass die Menschen immer noch zu viele Kontakte miteinander haben und deswegen Corona noch nicht in dem Ausmaß eingedämmt werden konnte, wie es notwendig ist. Herr Dahmen, das RKI sagt, eigentlich sind nur bei einem Sechstel der Infektionen zuzuordnen, wo die Menschen sich überhaupt infiziert haben, weil es nicht mehr nachverfolgbar ist. Was sind Ihre Erkenntnisse in dieser Frage? Die aktuelle Situation ist sehr besorgniserregend. Also wir haben inzwischen ja gute Mobilitätsdaten vorliegen zur Frage, wie bewegen sich die Menschen auch noch. Im Vergleich zum Frühjahr ist deutlich mehr Mobilität noch erkennbar. Das ist ein Problem. Das liegt nicht nur im privaten Umfeld, wo vielleicht die eine oder andere Maßnahme nicht so eingehalten wird, wie sie eigentlich sollte, sondern es liegt vor allem auch an der Arbeitswelt, wo wir noch etliche Lücken haben. Menschen in Großraumbüros sitzen mit zu vielen Menschen zusammen. Hier ist unbedingt Nachbesserungsbedarf. Herr Pilsinger, kann man sagen, dass man vor diesem Hintergrund und auch vor den Antworten, die Sie beide jetzt gegeben haben, eigentlich die Bekämpfungsstrategie gegen Corona falsch, lückenhaft, defizitär? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Menschen davon überzeugt, dass die Regelungen notwendig und richtig sind. Ich glaube, alles hilft nichts, alle Einschränkungen und Regelungen helfen nichts, wenn die Menschen sie nicht befolgen. Deswegen, ich glaube, wichtig ist, dass man nochmal vertieft auf die Menschen zugeht und sie von der Richtigkeit der Maßnahmen überzeugt. Und Lücken, die noch existieren, beispielsweise in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die müssen natürlich konsequent auch geschlossen werden. Aber nun hat Herr Dahmen beispielsweise ja angesprochen, gerade die Arbeitswelt. Und da ist in der Tat ja so, dass zumindest wenn man den Bewegungsdaten folgt, tatsächlich sehr viel weniger Menschen im Homeoffice arbeiten, als das im Frühjahr der Fall gewesen ist. Es könnten definitiv mehr im Homeoffice arbeiten, auch wenn man mit den Zahlen da vorsichtig sein muss. Gleichwohl kommt von Seiten der Bundesregierung lediglich ein Appell an die Arbeitgeber und keine verpflichtenden Maßnahmen da, wo es möglich ist, das auch umzusetzen. Warum nicht? Also ich glaube, es ist sehr schwierig, weil man bei den Arbeitgebern natürlich auch feststellt, dass wir da in große wirtschaftliche Probleme bekommen und nicht jeder Arbeitsplatz ist per se auch dafür für Homeoffice geeignet. Aber ich gebe dem Herrn Dahmen noch... Ganz kurzer Einwand. Wir reden natürlich nur über die Arbeitsplätze, wo das auch möglich ist. Natürlich kann ich zu Hause keine Turbine zusammenschrauben. Also da geht es nicht. Aber es gibt halt viele Bereiche in Verwaltungen, so auch in öffentlichen Verwaltungen übrigens, wo das nicht so umgesetzt wird, wo es umgesetzt werden könnte. Also ich glaube, dass man jetzt im ersten Schritt nochmal intensive Überzeugungsarbeit leisten sollte, vielleicht auch Anreize setzen sollte, die Menschen ins Homeoffice zu schicken. Wenn das nicht zum Erfolg führt, dann glaube ich auch, dass es weiter notwendig ist, noch weitere gesetzliche Maßnahmen einzuführen, um das Homeoffice zu erzwingen. Aber ich glaube, wenn man noch mal intensiv in Dialog tritt, dann kann man doch viel überzeugen, dass das Homeoffice eine Notwendigkeit ist, die man jetzt so nicht wegdiskutieren kann.
Hätte man nicht konsequenter entscheiden müssen, auch in den Ländern, Herr Dahm, also und nicht, wie Herr Pilsinger jetzt sagt, nochmal auf Einsicht setzen und hoffen, dass die Entscheidungen von alleine kommen? Also ich will und kann mich weder als Bürger noch als Arzt daran gewöhnen, dass wir täglich bis zu 1000 Tote haben. Das ist viel zu viel. Das muss weniger werden. Unser Gesundheitssystem ist völlig überlastet. Und wir müssen jede Form, die zweckmäßig und geeignet ist, ergreifen. Appelle reichen nicht mehr. Auch der MPK-Beschluss hat sich ja hier bisher nur auf einen Appell an die Unternehmen gerichtet. Und wir kommen hier nicht vom Fleck. Es braucht klare Regelungen. Und das werden wir auch mit einem entsprechenden Antrag diese Woche einbringen, wenn ich die Zeit richtig verstehe, ist ja auch im Kreise der Bundesregierung die Diskussion darüber, müssen hier nicht konsequentere Maßnahmen her, bereits losgegangen. Sagen Sie doch mal, was aus Ihrer Sicht konsequenter oder konsequenter umgesetzt werden müssen oder welche konsequenteren Maßnahmen getroffen werden müssen, weil Sie kennen es ja aus der Praxis. Sie können ja nachvollziehen, möglich auch wahrscheinlich eher als andere, wo die Problematik liegt. Also wenn wir es uns doch anschauen, dass wir sagen, wir haben im Prinzip drei Säulen, mit denen wir Pandemiebekämpfung betreiben können, wovon die eine Säule Impfung natürliche Limitationen hat. Wir bekommen weltweit einfach nur eine sehr begrenzte Menge an Impfstoff im Moment. Dann sind die anderen Säulen Kontaktnachverfolgung, Schnelltesten und konsequente Schutzmaßnahmen das Entscheidende. Im Bereich Schutzmaßnahmen haben wir Homeoffice angesprochen. Wir müssen auch den Bereich der Maskenpflicht auch in Gebäuden deutlich ausweiten. Konkret geht es ja darum, dass wir sagen müssen, es kann nicht sein, dass der Gastronom, dass das Theater hohe Bußgelder kassiert, wenn sie aufmachen würden und einfach den Regelbetrieb halten, aber in einem Callcenter, in einem Großraumbüro weitergearbeitet wird wie vor der Pandemie. Das funktioniert nicht mehr und das geht so nicht mehr weiter. Beim Thema Schnelltesten wären Selbsttests zur Eigenanwendung ganz entscheidend, um Infektionsketten eher aufzudrängen und Kontaktnachverfolgung. Hier muss die Corona-Warn-App besser werden, hier müssen die Gesundheitsämter mehr entlastet werden. Da bleibt noch viel Potenzial, was zu tun ist. Und also Blick nach vorne, in der Sache gemeint, hier geht es nicht um parteitaktischen Klüngel, sondern die Pandemie in den Griff zu kriegen. Und wir müssen alle Register ziehen. Wir sind leider nicht in einer Talsohle, sondern an einem weiteren Abgrund vor dem Hintergrund der Mutationen, die weltweit im Moment in den Umlauf geraten. Herr Pilsinger, gerne direkt dazu, wenn Sie mögen. Ich gebe dem Kollegen durchaus recht, dass wir noch weiter über weitere Schritte nachdenken müssen. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, den Menschen am Ende eine Perspektive zu geben, dass es auch eine Normalität nach Corona wiedergeben kann. Und deswegen glaube ich, ist es sehr intensiv wichtig, dass man auch nochmal auf die Impfstrategie der Bundesregierung hinweist. Ich glaube, bis zum Jahresende werden wir jedem Bürger, der das möchte, auch eine Impfung anbieten können. Und da muss man den Leuten sagen, ihr müsst jetzt noch die Einschränkung voll mittragen im Frühjahr, bis wir die Hochrisikogruppen, die besonders von der Erkrankung betroffen sind, durchgeimpft haben, dann kann es auch wieder mehr Normalität geben, Schritt für Schritt. Und wichtig ist, dass man auch sagt, ja, die Impfung, die hilft, die ist wirkungsvoll, ihr müsst sie bekommen. Nämlich nur dann hat man auch eine Akzeptanz, dass die Leute nicht wirklich jedes Schlupfloch finden, dass sie irgendwie nutzen können, sondern dass sie auch konsequent sagen, wir tragen die Entscheidungen der Bundesregierung und der Ministerpräsidentenkonferenz mit. Das mit den Schnelltests kann ich nur unterstützen. Ich hoffe, dass es sehr schnell auch die Möglichkeit gibt, sich selbst zu testen mit dem Schnelltest. Nämlich das würde dazu führen, dass viele, die infiziert sind, auch bald außerhalb des öffentlichen Lebens sind. Das Impfen thematisieren wir gleich auch nochmal hier ausführlich und auch unter verschiedenen Gesichtspunkten. Aber was Sie jetzt gesagt haben, auch nochmal, weil das wieder recht appellativ war, was Sie gesagt haben, die Umsetzung oder die Maßnahmen, die die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin oder der Bundesregierung getroffen haben, die hätten ja einfach nur umgesetzt werden müssen. Mich überrascht ein bisschen im negativen Sinne, wenn in diesen Tagen ein Ministerpräsident sagt, irgendwie er wäre gerne früher gewarnt worden darüber, wie dramatisch diese Situation eigentlich ist. Das kann ich nicht verstehen. Und der andere Punkt, den ich nicht verstehe, ist, die Bereitschaft der Bevölkerung ist riesengroß nach wie vor, auch härtere Maßnahmen in Kauf zu nehmen, aber sie werden einfach nicht umgesetzt. Erklären Sie mir das mal. Also mich wundert es auch manchmal, dass manche Politiker immer noch nicht einsehen, wie gefährlich Corona ist. Und der Kollege hat es gesagt, Todeszahlen von über 1000 Personen am Tag, das ist viel zu viel. Und das sind die wahren Corona-Geschädigten. Viele sagen, sie sind geschädigt, aber die wahren Geschädigten sind die, die gestorben sind und ihre Familien, die ihren Angehörigen verloren haben. Ich persönlich glaube, wir müssten früher und konsequenter auch durchgreifen. Und alle, die immer Einwände haben, denen muss man vor Augen führen, dass es auch keine vernünftigen Alternativen gibt. Denn im Vergleich zu anderen Ländern muss man sagen, in Deutschland ist doch sehr vieles richtig gelaufen. Und in Ländern, wo ein komplett anderer Ansatz da war, da ist man auch zurückgerudert und auf den deutschen Weg eingeschwenkt. Deswegen, ich glaube, das ist der einzige richtige Weg. Und ich glaube, dass man den sowohl mit Maßnahmen als auch über Überzeugung umsetzen sollte. Bevor Sie, Herr Dahm, darauf reagieren, oder falls Sie darauf reagieren mögen, an welchen Stellen würden Sie denn jetzt und auf der Stelle
verschärfte Maßnahmen ergreifen? Also ganz konkret, ein Anrecht auf Homeoffice einführen, auch mit Bußgeldern belegen, wo dem nicht Rechnung getragen wird. Ich würde ganz konkret überall in Gebäuden außerhalb der eigenen Wohnung auch eine allgemeine Maskenpflicht einführen. Da reichen auch 1,5 Meter Abstand am Schreibtisch nicht. Dieses Virus verbreitet sich überall in einem Raum. Ja. Das nächste ist, dass ich sagen würde, wir müssen an Stellen, wo wir bisher auch Regeln, die gelten, nicht durchsetzen und kontrollieren, da bringen diese Regeln dann auch nichts, sondern wir müssen wirklich in die Durchsetzung der Maßnahmen kommen. Mhm. Und ganz konkret, das habe ich ja schon angesprochen, Kontaktnachverfolgung und Schnelltesten. Hier ist konkreter Handlungsbedarf auch von der Bundesregierung, entsprechende Schnelltests zur Abgabe zuzulassen und die Gesundheitsämter vor Ort, die völlig überlastet sind seit Monaten, stärker zu stützen und zu entlasten. Gucken wir aufs Impfen, wie angekündigt. Und weil ich Sie gerade zweimal hintereinander zu Wort habe kommen lassen, jetzt nur die nächste Frage dazu auch erstmal an Herrn Dahm. Ist die Impfstrategie, die wir im Moment haben, die richtige? Unterstützen Sie da den Gesundheitsminister auf diesem Weg? A. Und zweiter Teil der Frage, welchen Sinn oder wie kontraproduktiv möglicherweise ist ein Vorstoß wie der des bayerischen Ministerpräsidenten, jetzt plötzlich doch von einer Impfpflicht zu reden, wenn auch im Zusammenhang mit bestimmten Berufsgruppen? Es waren ja jetzt eine ganze Menge an Fragen und auch zu unterschiedlichen Komplexen. Also steigen wir vielleicht mit dem allgemeinen Thema Impfen ein. Ich halte im Moment nichts davon, jetzt parteitaktischen Blick in die Vergangenheit zum letzten Sommer zu richten, sondern die konkrete Frage, die Politik sich gefallen lassen muss, ist doch, wie kriegen wir den Impfstoff, der da ist, schneller verimpft? Weil nur das hilft. Und da ist die zentrale Frage auch nicht allein an den Bund, sondern auch an die Länder, als eine gemeinsame geteilte Verantwortung von Regierung zu richten. Das sind auch Grüne betroffen, das sage ich auch deutlich mit dazu. Und hier würde ich mir wünschen, dass wir erstens eine stärkere Koordinierung dessen, was an Impfstoff da ist, also ein Krisenkoordinationszentrum, was nicht nur im Sinne von Gipfel als Einmaleffekt, sondern kontinuierlich sicherstellt, wann trifft welche Menge Impfstoff wo ein und dafür sorgt, dass sie schnellstmöglich bei den meistgefährdeten eintrifft. Und zweitens müssen wir das Thema Kommunikation stärken, sowohl hinsichtlich des Erwartungsmanagements, aber auch der Überzeugungsarbeit. Da ist noch extrem viel Luft nach oben. Ich fand den Brief des Ministers an die Abgeordneten gut. Der hat viel aufgeklärt und viel an wichtiger Information geliefert. Aber das muss auch in die Bevölkerung. Wir müssen die Leute überzeugen, wir müssen den Durchhaltewillen stärken und die Koordinationsaufgabe des Bundes in dieser zentralen Aufgabe, die muss mehr wahrgenommen werden. Beschaffen allein reicht nicht. Ganz kurz zu Markus Söder und seinem Vorstoß Impfpflicht. Ich halte überhaupt nichts von einer Impfpflicht. Also im Kern ist es doch so. Auch im Pflegebereich, wo wir ja wissen, wo es heißt zumindest immer, dass die Menschen da weniger bereit sind, sich impfen zu lassen, als das möglicherweise im Bevölkerungsdurchschnitt der Fall ist. Also jetzt, um es mal ein bisschen zugespitzt zu sagen, wenn ich mit quietschendem Reifen und einer aufgezogenen Spritze vor einem Pflegeheim vorfahre und sage, Ärmel hoch, es geht los, dann ist das kein überzeugendes Argument, sondern egal ob in der Pflege, ob Ärztinnen oder Ärzte oder andere Menschen im Gesundheitswesen, die beurteilen die Frage, soll ich mich impfen lassen oder nicht, genauso subjektiv und irrational wie jeder andere Patient auch. Und die müssen überzeugt werden, da braucht es zielgruppenspezifische Aufklärungs- und Werbearbeit, nicht nur, warum es für sie von Vorteil ist, sondern auch für andere, warum sie Botschafter wichtig sind. Und das ist bisher nicht passiert. Und da müssen wir investieren. Mhm. Verpflichtung führt genau zum Gegenteil. Wie clever fanden Sie da Ihren Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten, der ja gestern oder beziehungsweise vorgestern in der Süddeutschen Zeitung ein wahres Füllhorn an Maßnahmen ausgeschüttet hat, von dem er wahrscheinlich und mutmaßlich irgendwie noch nicht mal einen Teil wird umsetzen können? Also grundsätzlich unterstütze ich die Strategie, die in Deutschland vom Bundesminister Spahn und in Bayern von Markus Söder durchgeführt werden. Ich glaube, es ist der einzig richtige Weg. Ich persönlich glaube, dass Impfen grundsätzlich freiwillig bleiben sollte und dass man im ersten Schritt erstmal aufs Pflegepersonal zugeht und von der Wichtigkeit überzeugt, sowohl für die Patienten wie auch für sich selber und dass man die Sorgen nimmt. Und ich glaube, über eine Impfpflicht zu reden oder diese durchzusetzen, kann nur eine Ultima Ratio sein. Ich glaube, der Impfstoff ist so wirkungsvoll und mit so wenig Nebenwirkungen behaftet, zumindest können wir das aktuell sagen, dass man das Pflegepersonal, das doch über eine hohe Fachkompetenz verfügt, auch mit guten Argumenten überzeugen kann. Konterkariert ja auch das, was Jens Spahn seit vielen Wochen oder sogar seit Monaten sagt, nämlich, dass es keine geben soll. Wir müssen aufhören, leider an der Stelle. Wir haben im Hintergrund den Gong gehört. Vielen Dank, Herr Pilsinger. Vielen Dank, Herr Dahm, dass Sie heute Mittag bei uns gewesen sind. Wir werden die Diskussion gleich intensiv verfolgen. Mal gucken, wie leidenschaftlich sie wird, irgendwie zu diskutieren. Gibt es auf jeden Fall eine Menge. Vielen